Wenige Tage vor Ostern wird im April 1995 eine verstümmelte männliche Leiche aus der Oder geborgen. Die Untersuchungen ergaben schnell, dass es sich um einen Mord handelte und die Leiche wurde als die von Bogusław D. identifiziert. Bogusław war ein im Ausland lebender Sportlehrer, der 1987 mit seiner Frau von Polen nach Lübeck gezogen war. Durch seine Frau erfuhren die Ermittler, dass Bogusław geistig zerrüttet war. So hatte er sich über Kopfschmerzen beschwert und immer wieder »Rette mich« zu ihr gesagt. Die Witwe des Ermordeten berichtete, dass dieses Verhalten erst auftrat, nachdem er einer religiösen Sekte namens Androvis beigetreten war. Eine Sekte, die bald Schlagzeilen machte und bis heute in Verbindung mit anderen Verbrechen gebracht wird. Edward Mielnik wurde im Jahr 1941 in Polen geboren und arbeitete als Heizer für Dieselkessel, bevor er sich mit Hypnose, Bioenergieheilung und Psychotronik beschäftigte. Es ist nicht viel über seine Vergangenheit und die Entstehung seiner Ansichten und Ideologie bekannt. Im Jahr 1980 behauptete er, dass ihn die heilige Jungfrau Maria besuchte. Durch diesen Besuch kam Edward in Kontakt mit einem Außerirdischen namens Androvis, der ihn aufforderte, die Slawen mit Hilfe von außerirdischen Kräften zu retten. Am 12. Juni 1990 registrierte Edward offiziell das Internationale Zentrum für die Erneuerung von Mensch und Erde, bekannt als Androvis. Eine religiöse Bewegung, deren Aktivitäten und Mitglieder sich auf einige Teile Polens und sogar auf die polnische Diaspora in Deutschland und den Niederlanden ausdehnten. Edward begann seine Lehren in kleinen Rahmen in Wrocław zu verbreiten. Gegen Ende der 80er Jahre hatte er viele Anhänger in ganz Polen, insbesondere in Warschau, Krakau und Katowice. Die religiöse Bewegung unterrichtete die Anhänger in Meditation und Selbsthypnose. Mielnik und seine Anhänger glaubten, dass zwei außerirdische Rassen vor 8 bis 10 Milliarden Jahren auf der Erde ankamen. Eine der zwei außerirdischen Rassen, die Slawen, stammte vom Planeten Atlanta und sie seien sowohl das auserwählte Volk als auch die Hüter des universellen Gesetzes. Sie landeten auf dem Berg Sleca, westlich von Breslau. Die Sekte glaubte, dass der Berg ein Reservoir planetarischer Energie sei. Eine zweite außerirdische Rasse, die Hebräer, die vom Planeten Hebra kamen, landeten 200 Meilen östlich in der Gegend von Mazovia. Mielnik glaubte, dass sie die Hüter des freien Wildens waren. Die Menschen waren Nachkommen dieser beiden außerirdischen Rassen oder eine Mischung aus beiden. Ihre Ursprungsgeschichte wird immer bizarrer und entwickelt antisemitische Untertöne, als die Außerirdischen beginnen, sich gegenseitig zu bekriegen und zu betrügen. Die Mythologie von Androvis beinhaltet eine alternative Erzählung der Geschichte von Jesus, der laut ihnen nicht gekreuzigt und stattdessen Pilot eines Raumschiffs wird, um seine Anhänger vor dem prophezeiten Untergang zu retten. Den Anhängern von Androvis wurde außerdem gelehrt, dass sie Zeugen des letzten Aktes der menschlichen Geschichte auf der Erde werden. Sie glaubten, die Erde würde sich bald entmaterialisieren und dass dieser besagte Kataklysmus 1999 stattfinden würde, wenn der Planet von der materiellen in die immaterielle Phase übergeht. Wie bei vielen Sekten glaubten auch Androvis-Anhänger an dieses bevorstehende apokalyptische Ereignis. Kriege, Hungersnöte und Krankheiten würden herrschen, bevor der Planet aus dem Leben scheiden würde. Der Großteil der Menschheit würde mit dem Planeten verschwinden. Sie würden psychische Qualen erleiden, wenn der Tag des jüngsten Gerichts näher rückt. Die Gläubigen und Auserwählten würden jedoch evakuiert werden, somit insgesamt 144.000 Personen. Androvis benutzte diese Zahl wegen ihrer biblischen Verbindung zu der Offenbarung des Johannes,
im Neuen Testament. Da in diesem behauptet wird, dass 12.000 Anhänger aus 12 Stämmen vor dem Ende der Zeit gerettet werden würden. Laut Androvis würden diese wenigen Auserwählten durch UFOs von der Erde gerettet werden. Bevor die Welt im Chaos versinken würde, würde der außerirdische Messias Androvis die Gläubigen vom Planeten retten und sie nach Mirinda bringen, wo sie verjüngt werden, um ihr Leben erneut zu beginnen. Die Anhänger von Androvis glaubten auch, dass sie von einer außerirdischen Spezies, den Greys, beobachtet werden, die nur auf eine Gelegenheit warteten, sie zu entführen. Um mit Raumschiffen von der Erde zu fliehen, müssen sie mit einer speziellen Energie angetrieben werden, die nur in Bewohnern Mitteleuropas vorhanden sei und die man durch Rituale ernten müsse. Die Ideologie von Androvis behauptete, dass die Juden für die Erschaffung Adolf Hitlers, den Holocaust und Stalin verantwortlich waren, um so viele Juden und Mitteleuropäer wie möglich auszulöschen, damit verhindert werde, dass die UFOs mit Energie versorgt werden und von der Erde zu fliegen. Laut ihrer Weltuntergangsvorhersage sollte die Evakuierung auf dem Planeten Mirinda am 15. Mai 1992 stattfinden, wobei ihr ein Energiechaos vorausgehen sollte, durch das sich zum Beispiel Benzin in Wasser verwandeln würde. Noch weiter verbot Androvis seinen Anhängern, Kinder zu haben. Schwangere Frauen, die sich ihnen anschlossen oder nach ihrem Beitritt schwanger wurden, mussten ihre Schwangerschaft abbrechen lassen. Nach und nach wurden diese Ideen auch außerhalb der Organisation verbreitet, als Androvis Kassetten, Bücher und Broschüren veröffentlichte. Bei den Kassetten handelte es sich hauptsächlich um geführte Meditationen und Selbsthypnose, die sich an ein Laienpublikum richteten, ähnlich wie ihre Vorträge. Die Bücher und Zeitschriften waren jedoch sehr esoterisch und boten eine kosmische Religionskritik als Teil der Reihe Androvis Library. Die Kritik an den etablierten Religionen lautete, dass außerirdische Wesen die Menschheit getäuscht hätten und der Menschheit vorgaben, Gottheiten zu sein. Diese große Täuschung habe die Menschen von sich selbst entfremdet und sie dazu gebracht, Eigenschaften zu preisen und zu verehren, die nicht ihre eigenen sind. Nach Androvis waren das Gebet und die Praxis der etablierten Religionen eine Form der energetischen Versklavung an diese Gottheiten, eine Übertragung von Energie und Macht weg vom Menschen. Edward Mielnik und seine beiden höchsten Befehlshaberinnen, Eva Homer und Anna Dabrowska, schrieben insgesamt 3 Bücher über die Lehren von Androvis, die als Antitriptychon bezeichnet werden. Beide Frauen nahmen später als Zeichen ihrer Verehrung Mielniks Nachnamen an. Gottes Schicksal für den Menschen wurde von Anna Mielnik geschrieben. Das Ende von Gott, der Anfang des Menschen von Edward Mielnik und Es gibt keinen Gott von Eva Mielnik. Trotz ihrer ethno-nationalistischen, antisemitistischen und exzentrischen Ansichten wurde Androvis beliebt in Polen und erlangte weitreichende Aufmerksamkeit, sodass einige angesehene Personen der Öffentlichkeit Mitglieder wurden und sie unterstützten. Eine Abgeordnete der Regierung namens Barbara Labuda gestand, an der Organisation beteiligt gewesen zu sein. Auch weitere Personen aus Politik, Journalismus und Unterhaltung waren in irgendeiner Form an der Gruppe beteiligt. Wie die meisten Sekten machten sie auch Jagd auf die Schwachen und Verletzlichen und rekrutierten viele Teenager in die Gruppe. Oft auf Geheiß der Eltern, was alarmierend wurde, als Androvis begann, seinen Mitgliedern körperlichen Schaden zuzufügen. Die Androvis-Anhänger glaubten, dass sie für den Antrieb ihrer Raumschiffe eine spezielle Energie benötigten, die nur in menschlichen Körperteilen zu finden war. Laut Edward waren die Hoden eines mitteleuropäischen Mannes die beste Wahl dafür, da sie eine hohe Energiedichte besitzen. Dies führte bald zu einer Welle von Berichten in den Medien. So waren Androvis-Mitglieder dazu bereit, ihre Hoden abzuschneiden und auch andere Formen der Selbstverstümmelung vorzunehmen. Sie verweigerten vehement jegliche medizinische Behandlung, um ihre Wunden zu versorgen. Was genau mit den Geschlechtsorganen nach ihrer Entfernung gemacht wurde, bleibt bis heute unbekannt. Im Jahr 1993, nach der vermeintlichen Apokalypse, die dann auf 1994 verschoben wurde, da sie nicht eintrat, wurden die Geschehnisse um Androvis noch unheimlicher und die Öffentlichkeit begann, Androvis gegenüber unruhig zu werden. Der 18-jährige Andrzej Cilecki lebte in Warschau und interessierte sich für Ufologie, Spiritismus und das Paranormale. Er entdeckte Androvis in den frühen 90er Jahren über Zeitschriften und begann sich aktiv an der Organisation zu beteiligen.
Anfangs ignorierten seine Eltern sein Interesse an Androvis und hielten es für einen Verein und einen reinen spirituellen Meinungsaustausch. Doch schon bald änderte sich sein Verhalten drastisch. Er brach den Kontakt zu Freunden ab und begann, sich von seiner Familie zu isolieren. Er ging nicht mehr zur Schule und lernte nicht mehr, sondern schloss sich in seinem Zimmer ein und meditierte stundenlang. Er warnte seine Familie vor vergiftetem Essen und saß stundenlang regungslos da und starrte auf Fotos von fremden Gesichtern, wobei André bald unter schwerer Paranoia und geistiger Erschöpfung litt. Nachdem der 15. Mai 1992 ohne ein Weltuntergangsszenario verstrichen war, verschlechterte sich Andrés geistiger Zustand, doch er begann, sich von Androvis zu distanzieren und hörte bald auf, Versammlungen zu besuchen. Als er die Gruppe verließ, verschlechterte sich sein geistiger Zustand noch weiter. Er verweigerte sich, zu Hause seinen Hut abzunehmen, ernährte sich nur noch von Mandarinen und verhielt sich so, als würde er dauerhaft auf jemanden warten und bald abgeholt werden. Er litt unter Schlaflosigkeit, da er ständig die Angst äußerte, dass jemand hinter ihm her sei. Am 1. März 1993 packte André seine Schulbücher und machte sich auf den Weg zur Schule, aber er kam nie dort an. Es wurde eine Untersuchung und eine Suchaktion der Polizei eingeleitet, jedoch wurde nie eine Spur von André gefunden und er bleibt bis heute vermisst. Ein weiterer 16-jähriger Junge mit Verbindung zu Androvis verschwand im August desselben Jahres. Es gibt sehr wenige Informationen über ihn. Keines der Verschwinden wurde eindeutig mit der Sekte in Verbindung gebracht. 1993 löste sich Androvis offiziell auf, wobei Edward behauptete, dass dies freiwillig geschah, weil ihre Mission erfüllt war, obwohl einige glaubten, dass die polnischen Behörden sie dazu zwangen. Trotz dieser Auflösung war Androvis anscheinend immer noch aktiv, denn zwei Jahre nach der Auflösung und dem Verschwinden von André ereignete sich ein Ereignis, das in ganz Polen eine Anti-Androvis-Hysterie auslöste. Im April 1995 wurde, wie anfangs erwähnt, die Leiche von Bogusław T. aus der Oder gezogen. Neben seinen Kopfschmerzen und Hilfesuchen bei seiner Frau berichtete seine Witwe, dass Bogusław nach einer Operation am Meniskus ebenso Angst hatte, dass seine gesunden Organe herausoperiert werden könnten. Bogusław war am 21. Februar 1995 nach Polen zurückgekehrt, um Verwandte zu besuchen, und verschwand am 22. Februar. Sein Vater überprüfte alle Bahnhöfe, an denen sein Zug von Warschau nach Stettin hätte halten sollen, aber Bogusław stieg an keinen einzigen aus. Er rief die Polizei an und suchte später 5 Psychotherapeuten auf, die alle sagten, Bogusław sei noch am Leben. Ein anderer meinte, man solle für ihn beten, weil er ein Mitglied einer religiösen Sekte sei. Und ein Wahrsager sagte, er sei in einer Sekte und verstümmle sich selbst, wobei beide meinten, er sei in Warschau. Nachdem seine Leiche gefunden worden war, wurden 2 Chirurgen, die zu dieser Zeit Mitglieder von Androvis waren, verhört. Doch diese Verhöre führten zu nichts und die beiden wurden freigelassen. Dieser Mord war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Verschiedene Anführer der Gruppe bezeichneten die Anschuldigungen des Mordes als Verleumdung und Edward selbst erklärte, er hätte diesen Mann nie getroffen. 1996 wurde die Ermittlung eingestellt, nachdem keine Verbindung zwischen dem Mord von Bogusław und Androvis nachgewiesen werden konnte. Irgendwann zwischen 1996 und 1998 löste sich die Sekte endgültig auf. Trotz der Auflösung glauben viele, dass Androvis noch im Untergrund existiert. Im Jahr 2006 veröffentlichte Ryszard Nowak, ein Politiker und Vorsitzender des Nationalen Komitees zur Verteidigung gegen Sekten, einen Bericht über Sekten in Polen, in welchen er auch Androvis mit einbezog. Dieser Bericht wurde jedoch heftig kritisiert, da Androvis zu diesem Zeitpunkt seit über 10 Jahren nicht mehr aktiv war. Das letzte Update über diese Sekte stammt vom 27. Oktober 2018, in dem behauptet wurde, dass einige Mitglieder einen Blog führten und dass sich die Gruppe nach den Kontroversen in den 90er Jahren korrigiert hat. Sie soll größtenteils auf eine kleine Gruppe beschränkt sein, die es vorzieht, unter sich zu bleiben und verweigert, mit Medien zu sprechen oder neue Mitglieder anzuwerben. Die beiden Fälle des Verschwindens und der Mord von Bogusław sind offiziell nach wie vor ungeklärt. Die Akten zu Bogusławs Fall wurden 2009 aus unbekannten Gründen vernichtet. Was Edward Mielnik betrifft, ist nicht bekannt, was er nach der endgültigen Auflösung von Androvis getan hat oder ob er überhaupt noch lebt. Das letzte, was man von ihm gehört hatte, war, als er leugnete, Bogusław jemals getroffen zu haben.
Wenn er heute noch lebt, wäre er 80 bis 81 Jahre alt. Nach der Vernichtung der Akten zu Bogoslavs Mord ist fraglich, ob man seine Mörder jemals ausfindig machen wird. Könnte tatsächlich ein Provis dahinter stecken? Gab es denn noch einflussreiche Mitglieder, die die Zerstörung seiner Akte veranlasst haben könnten, damit die Wahrheit nie ins Licht kommt? Und was ist mit dem verschwundenen Jungen? Könnte Androvis auch damit etwas zu tun haben? Oder ist es reiner Zufall, dass beide mit derselben Sekte assoziiert waren? Wo sind die Jungen? Leben sie vielleicht noch? Wird man jemals herausfinden, was mit ihnen geschehen ist? Wird Edward Mielnik jemals dazu etwas sagen, falls man ihn ausfindig macht, wenn er überhaupt noch am Leben ist? Werden die Eltern der vermissten Jungen, als auch die Witwe von Bogoslav, jemals Antworten bekommen?